Hallihallo, Hallöchen mit recht herzlich willkommen hier zurück zum Let's Play von OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute mal wieder auf der Karte Aachen, für die tatsächlich diese Woche ein neues Update erschienen ist. Und zwar gibt es einen kleinen neuen Streckenbereich, beziehungsweise zwei kleine neue Streckenbereiche. Und genau das schauen wir uns heute einmal an. Mitgeliefert wird dann entsprechend auch eine neue Linie, die diese neuen Bereiche eben abfährt. Und ja, da werde ich, glaube ich, im Laufe der Folge gleich mal ein bisschen was dazu erzählen. Wir rüsten uns, glaube ich, gerade erst mit unserem Bus auf. Also wir werden fahren mit dem LE aus dem Aachen-Add-on, wie ihr hier schon sehen könnt, fahren wir die Linie G. Das ist der Grabenring-Shuttle, der eben dafür da ist, über den Grabenring zu fahren, was der neue Bereich ist. Das tut, ach guck mal, wir haben sogar schon zur Auswahl. Wunderbar. Genau, G.A ist einmal der Ausgang in die eine Richtung und G.B ist dann quasi die andere Richtung. Vielleicht kommt uns ein oder andere Kollege entgegen. Es ist eben eine Ringlinie, da eben sonst der Bereich nur von einer Nachtlinie abgefahren werden würde, also von der mitgelieferten N4, die es schon seit der Release-Version gibt. Und entsprechend, oh ja, der geht aber ganz schön ab hier, der Gute. Und damit man die Bereiche eben auch beim Tag sich anschauen kann, gibt es jetzt eben diese Linie mitgeliefert. Die ist fiktiv, fährt an allen Samstagen im Jahre 2020. Und einen solchen habe ich hier eben eingestellt. So, also der hat gar keine... Gut, das sollte man vielleicht wissen. Okay, das heißt, die Leute können jetzt erstmal gemütlich einsteigen. Wir stehen jetzt hier quasi ein bisschen innenstadtmäßig am Elisenbrunnen. Und fahren eben die A-Richtung. Ich zeige euch mal ganz kurz eine Karte. Ich hoffe mal, ich habe das hier... Jo, es funktioniert tatsächlich. Fantastisch. Wir befinden uns am Elisenbrunnen. Das ist so ziemlich in der Mitte. Da seht ihr, da steht Elisenbrunnen. Wo die rote Linie quasi einen 90-Grad-Winkel macht. So, da wo Theater steht. Genau, da befinden wir uns. Und ich habe quasi mal in wunderschöner Handschrift einmal eingezeichnet, was neu ist oder wie ich zumindest aus Google Maps grob nachvollzogen habe und dass ich keine Schrift treffe. Also das ist es nicht der originale Linienweg, sondern nur die Verbindung, die neu geschafft wurden. Also der Grabenring-Shuttle fährt im Prinzip einmal so vom Elisenbrunnen über Bushof, Minoritenstraße, Driescher Gässchen und dann über den neu eingezeichneten Weg, dort wo Dom, Rathaus und Altstadt steht, wieder zurück zum Elisenbrunnen. Das werden wir uns heute einmal anschauen. Da würde sonst der Nachtbus drüber fahren und noch einen zusätzlichen neuen Bereich ab dem Bushof direkt zum Kaiserplatz und den Hansemannplatz einmal ausgelassen. Genau. Ich hoffe, man konnte die Markierung ein bisschen erkennen. Habe ich natürlich hochprofessionell mit meinen Paint-Skills da eingezeichnet. Kann sein, dass das nicht hundertprozentig korrekt ist. Wie gesagt, ich habe das ein bisschen aufgrund der Map von oben drauf geschaut, versucht ein bisschen nachzuvollziehen und halt eben mit Google Maps und die Haltestellen. Damit habe ich versucht, das ein bisschen nachzubilden. Genau. Die beiden Sachen bekommen eben alle Aachen-Inhaber kostenlos per Update nachgeliefert. Genau, das sind die beiden neuen Linienbereiche. Zusätzlich wurden eben viele weitere Kartenbereiche nochmal abgedatet, aufgehübscht mit Details versehen. So, wenn jetzt aber keiner mehr ist. Genau, wollte gerade sagen, können wir einmal Abfahrt machen. Also ich habe noch den... So, ein bisschen Fenster hier, ne? Wunderbar. So, dann machen wir das heute, wie gesagt, einmal. Die Pfeil schon habe ich an. Und ich muss jedes Mal wieder aufs Neue sagen, ach, sieht schon cool aus. Also ich habe jetzt nicht mehr so das Bild so wirklich im Kopf gehabt. Aber ja, es ist schon cool. Also so ein paar Details mit Radwegen und sowas sind dazugekommen. Wunderbar, rot. So, ich weiß auch gar nicht, ob das was Großes zu bedeuten hat. Das ist jetzt reine Spekulation. War bisher ja tatsächlich in der Vergangenheit häufig so, dass wenn für etwas ältere Bestands-Add-ons ein Update released wurde, da war es sehr likely, dass da was Neues auf einen zukommt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob und was da in Entwicklung ist, ob überhaupt was in Entwicklung ist, aber ich möchte mal als Beispiel nennen, zum Beispiel Hamburg Linie 109 hat ein Innovationslinien-Update bekommen und kurz darauf erschien eben Hamburg Hafen City. Und auch bei Berlin X10
gab es für die Bestandsstrecke im Endeffekt ein Update. Und kurz darauf erschien eben das Berlin BRT Add-on. Also, ne, ist nur einmal Blick auf die Vergangenheit. Sonst ist es tatsächlich immer eher selten gewesen, dass ältere Add-ons noch Updates und vor allem Content-Updates bekommen haben. Nicht nur Bugfixes, schon das ist halt leider teilweise recht selten bei DLCs, dass das alles ordentlich gefixt wird. Aber genau, sonst an den Fahrzeugen auch noch ein bisschen was angepasst. Man kann jetzt auf den Außenanzeigen, ich glaube hier ist es nicht benutzt, nee genau, da ist in Aachen eben üblich, ist alles hier in Caps zu schreiben, also in Großbuchstaben. Waren die Busse eben nur auf Großbuchstaben ausgelegt, jetzt gibt es eben für die Verwendung auf anderen Karten die Möglichkeit, auch Sachen klein zu schreiben. Gut, das ist jetzt glaube ich eher sehr Special Interest. Man kann jetzt verschiedene Logos, das ist ein ASIAC-Logo, muss ich überhaupt links, wo ist denn hier, 14, genau, Grabenring, das müssen wir mal folgen hier, so. Also wir können jetzt ein paar fancy Zeichen auf die Matrix schildern und ein paar Skriptkorrekturen. Also wirklich, ich bin da tatsächlich echt mal gespannt, weil man ja auch bisher, ne, noch keinerlei Ankündigung gesehen hat. Das hier kam sehr unverhofft eben letzte Woche über Steam, so habe ich das mitbekommen. So, schönen guten Tag. Habe ich eine Haltestellenbremse oder so? Muss die hier nehmen, hallo, ne? Schönen guten Tag. Hallo. Genau, und jetzt können wir auch schon in den nächsten neuen Bereich. Den ihr gesehen habt, ab dem Bushof. Jetzt muss ich mich kurz orientieren. Schau mal, Bushof. Ja, ah, genau, die Richtung. So, wir kamen jetzt davon hier. Jetzt ist früher die Linie 73 einmal nach links abgebogen. Gut, Omsi, danke schön. Ist die Linie einmal hier nach links abgebogen und die fährt jetzt einmal hier geradeaus durch das enge Gässchen Sioux und kommt dann eben dort auf der anderen Seite wieder raus. Wir steigen aber wieder ein, hätte ich gesagt, und fahren weiter. Das sollte soweit gewesen sein. Ach so, ja klar, damit ich jetzt rechnen müssen, dass ich die Texturen entladen. Gut, dass ich Sachen zeigen konnte. Ich probiere mal kurz Trick 17b mit Selbstüberlistung. Ansonsten müssen wir einfach nochmal ganz kurz durchatmen und uns gleich wiedersehen. Ja, das ist bei etwas aufwendigeren Add-ons und den dazugehörigen Bussen eher nicht so eine gute Idee. Ah, fantastisch. Also mal wieder. Gut. Dann kommen wir ja weiter hier, ne? Uns den Grabenring-Schatten mal anschauen. Aber wie gesagt, es ist ja alles bisher, was wir gefahren sind, aufgehübschter Bestandsbereich. Und der neue Teil kommt ja erst noch. Da sind wir noch gar nicht gewesen. So, ja gut, das haben wir natürlich durch das Gucken ein paar Minütchen Verspätung, aber... Achso, wir haben gar keine Ansagen, oder? Ah, doch. Minoritenstraße. Minoritenstraße, genau. Ja, also tatsächlich mein erster Blick war, als ich das gesehen habe, erstmal, jo, was ist denn die neuen Kartenbereiche? Daran wollte ich jetzt eben auch ein bisschen teilhaben lassen, deswegen auch die Fancy-Karte hochprofessionell eingeblendet. Aber ja, finde ich auch ganz cool, dass es die Möglichkeit gibt, das hier eben quasi explizit am Tag sich nochmal anzuschauen. Weil ich bin auch jemand, ich finde das nicht so cool, Bereiche nur per Nachtlinie abfahren zu können. Ich fahre generell recht ungern Nachtlinien. Noch viel ungerner zeige ich sie auf YouTube, weil dann immer alles so dunkel ist. Entsprechend kommt mir das tatsächlich gerade sehr gelegen. Da hat da so ein schöner Shuttle eingerichtet wurde. So. Ach, guck mal. Ihr habt da gar kein Licht. Dann sagt doch was, liebe Leute. Ich hab auch nur das 9er Licht. Naja, gut. Dann sollt ihr bekommen, nach was ihr nicht verlangt habt, ein wenig Licht. So, ich gehe hier noch nicht nach links. Oh, ist cool ausgestattet, auch die Gassen. Also bin ich mir schon lange nicht mehr gewesen. Und ich glaube, hier wäre es jetzt so, dass die anderen Linien, genau, nämlich hier schräg rechts geradeaus, sondern wir fahren schräg links geradeaus. Und ja, das schaffen wir jetzt noch. So, jetzt sehen wir hier tatsächlich auch noch einen bekannten Bereich. Wir kommen nämlich aus der Gegenrichtung, halten wir immer an der Haltestelle. Da. Ach, die Aachen sind wir da neulich erst gefahren mit dem Citea. Ich erinnere mich. Gut, aber dem Bereich jetzt bisher nicht. Das ist ja ganz interessant. Da kann man jetzt hier den Bestandsbereich so ein bisschen vergleichen. Wir sehen hier gerade uns entgegenkommen. Die Linie G.B. Den Grabenring-Shuttle einmal in eine andere Richtung. So.
Genau, und von vorne, da rechts, kommen jetzt eben die anderen Linien, wo das Auto gerade abgebogen ist. Ja, heißt, wenn wir da vorne dann geradeaus fahren, kommen wir dann sofort in die neuen Bereiche. Ist ja immer ganz interessant, vielleicht auch für den einen oder anderen, das dann nochmal im Kommentar zu hören, weil, ja, wie gesagt, ich habe echt ein bisschen gesucht. Und wer jetzt vor allem noch weniger vielleicht auf Aachen unterwegs ist, der wird das vielleicht zu schätzen wissen. Was jemand weiß, zu schätzen, was ich sage. Ne, ich glaube nicht. Okay, unrealistisches Szenario. Haben wir schon verstanden. Kann natürlich immer ein bisschen Schmu dabei sein. Aber so ist das. Genau, und ab hier geht es dann quasi auf in die neuen Bereiche. Das ist so ein bisschen... Danke, Omsi. Omsi, danke schön. Ich finde, der Stil ändert sich tatsächlich komplett. Gut, hier fehlt es für ein bisschen was. Aber ansonsten ist das hier so... Ist das eine Fußgängerzone? Auf jeden Fall vielleicht ein bisschen langsamerer Bereich, ne? Komplett was anderes. So, das ist die Technische Hochschule. So, und halt eben wir mal von der Seite aus, ne? So, wer mit aussteigen? Wer mit aussteigen? So, und schönen guten Tag, steigen Sie ein, die Dame. Hallo. Ich wollte alle aussteigen. Gut, sollen wir jetzt nicht stören. Jetzt hier wieder. Cool, ich bin tatsächlich begeistert. Wie gesagt, ich weiß tatsächlich nicht, wie, was dahinter steckt. Ob man einfach nur gemeint hat, okay, ich grade das jetzt mal auf den Stand ab. Weil, ne, ab 2015, hab ich gelesen, ist quasi, befährt die Nachtlinie diesen neuen Bereich. Und ab 2016 dann die 73 den anderen kleinen neuen Verbindungsbereich. So. Genau, so ist ungefähr das Ding. So, die warten alle. Ob der jetzt wartet, weiß ich nicht. Ja, das macht er, das macht er. Fantastisch. So, Königsstraße. Ja, nee, heute nicht. Kling, boing. So, was ich schon versucht habe, ist so ein bisschen zu spickeln. Also mal ein bisschen im Editor rum... nicht im Editor, aber... so ein bisschen in Omsi rumzufliegen, ob ich noch in der Seite was erkenne. Ich weiß, ich lege jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Wert auf die Theorien, die ich hier verbreite, aber... Oh Gott, das ist jetzt mal wirklich rot. So, ach, guck mal, der Kollege. Biegt er ab? Was ist das für eine Linie? Die 55 auch nach Pfalz, oder? Ne? Genau, Pfalzgrenze. Fährt nämlich auch die 33 hin, oder in die andere Richtung. So. Halt schon Bremse, gut. So, gehen wir das machen. Boah. Guck mal, der Fahrplan ist tatsächlich echt leger. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Pause wir haben, weil das ist ja so eine... Ja, ne, die mir den knapp eine Viertelstunde Fahrzeit und einen 15-Minuten-Takt für jeden Umlauf, das ist, ich sag mal, hart. Ja, ist auch... Er ist halt belastet, aber wie gesagt, das ist eine fiktive Linie und da passt dann schon. Ich habe mir auch schon überlegt, ob wir wirklich mit dem Citaro Facelift G fahren, wegen Linie G und so, aber ich habe mich halt doch mal dagegen entschieden. So, der Karlsgraben. Ich vermute mal, dass der auch mit Namensbegründer des Grabenrings ist. Gut, und warum es ein Ring ist, das sieht man, hat man ganz gut auf der Karte gesehen, glaube ich. So, schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Steigt mal ein hier. Wie weit ist einem geschenkten Gau? Guckt man nicht ins Maul. Ja gut, okay, das ist vielleicht noch, vielleicht noch nicht hundertprozentig. So, schönen guten Tag. Wobei das ja auch, ne? Ist ja nicht so, das hat nicht bei anderen Addons teilweise oder auch bei anderen normalen, fiktiven Karten, nicht gang und gäbe, weil das der Stand da so bleibt. Ne? Das ist mir nur gerade so ein bisschen aufgefallen, weil auf den anderen Stellen ist es ja tatsächlich so, dass da sehr, sehr viel Wert auf Fahrstil gelegt wurde. Nee, das, also dass man nirgendwo links, rechts rausgucken kann. Das war halt schön in der Haltestellenausfahrt. Das hat man halt echt fantastisch gesehen. So, wenn ich mich jetzt noch vor dir vordrängen könnte, wäre natürlich cool. Nicht? Also gut, das muss die Ampel halt mitmachen, ne?
Jetzt haben wir aber alle Fußgängerseiten grün. Das ist ja interessant. Jetzt werden die rot. 3, 2, 1 und Busampel. Nicht? Oh. Wow. Herbstzeitig habe ich es gejinxt. Nicht schlecht. So, ich spickel immer mal ein bisschen. Genau so wie hier zum Beispiel. Ich würde sagen, ich spickel mal ein bisschen in die Seitengassen. Um sie bitte. Ah. Easy Snack. Gut. So ist es, verehrte Damen und Herren. Ich habe jetzt ein bisschen reingequatscht. Da tut mir natürlich leid. Aber gut, so ist das Leben. So, die warten da auch auf, dass irgendwas passiert. Hier, die Ampel ist grün. Die wollen links abbiegen. Ja, okay. Ich überlege gerade laut, ob es smart ist, da so durchzuheizen. Jetzt können wir auf der Busspur hier. So, der alte Posthof. Ich glaube, da hat man auch gut Abzweigemöglichkeiten zu anderen Linien. Also so rein taktisch gesehen jetzt. So. Einmal aussteigen, bitte. Dankeschön. Tschüssi miteinander. Gut. Dann haben wir so einen Raum. Ich finde das ja mega cool mit den Radwegen tatsächlich. Eine sehr, sehr schöne Sache. Ich versuche auch mal vielleicht ein Video zu verlinken am Ende in der Endcard, in dem wir den, also ne, Bestandsbereich in diese Richtung vielleicht abgefahren sind, dass wir das vielleicht ein bisschen vergleichen können. Ich gucke mal, ob ich da was finde. In meinem alten Sammelsurium, also immer gefahren sind wir auf jeden Fall schon mal, aber ich gucke mal, ob ich das da noch finde. Dann verlinke ich das am Ende mal, da könnt ihr euch das anschauen. Oder halt auch nicht. Genau, und hier treffen wir quasi wieder auf die andere Linie, die dann von hier aus zum Elisenbrunnen fährt. Genau, du hast es erfasst. Und dann wären wir jetzt hier wieder am Ausgangspunkt. Wie gesagt, die B-Linie dann eben in die andere Richtung. So, jetzt ist halt, ne, fliegender Start. Komm, wir hätten, glaube ich, wenn wir zügig unterwegs, wir hätten quasi 3 Minuten. Jetzt 1 Minute Verfrühung und 2 Minuten Pause. Gut, ja, dann lassen wir schon mal einsteigen. Der Kollege übernimmt dann. Ja, Fahrplan, alles ist gut. Hallo. So. Gut, dann würde ich sagen, wenn wir wieder einen hinteren Teil des Busses haben, würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Let's Play Omni 2, der Omnibus Simulator. Bis dahin, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und hier will ich dir vergessen, das Video verlinkt, ne? Tschüssi!